Beim letzten Mal in Final Fantasy VII Remake. Und ein Impulshieb. Komm schon. Hat's trotzdem noch ausgelöst, alles klar. Na sagt mal, was wird denn das hier? Jetzt dreht halt mal völlig durch hier. Und nun zurück zur Sprech... Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Final Fantasy VII Remake. Beim letzten Mal haben wir erneut uns durch Erefs Abkürzung geschlagen, die sich ein bisschen verändert hatte, aber insgesamt haben wir es dann doch geschafft, wieder hier am Spielplatz vor Sektor 7 anzukommen. Und wir wollen uns jetzt mal irgendwie durchschlagen in den Sektor, um mal zu sehen, ob noch irgendwas zu retten ist. Und das werden wir jetzt auch tun, ohne lange zu fackeln. Wir gehen in den Tunnel. Beim letzten Mal haben wir den gar nicht betreten. Ne? Da wurden wir ja davon abgelenkt, dass Tifa in Richtung Wallmarkt aufgebrochen ist. Naja, gut. Das ist dann so. Okay. Ab hier klettern wir hoch. Ist dem so. Endlich wieder frische Luft atmen. Schnell! Verdammt! Warum musste das geschehen? Das klingt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Nur noch ein bisschen. Da vorne ist schon Sektor 6. Und was ist mit Mama? Leben ist in Sektor 7. Aber wenigstens leben wir noch. Und jetzt komm, weiter. Hey, ihr! Den Trümmern zurücklassen soll. Sag doch nicht sowas! Wir haben uns bisher immer irgendwie durchgeschlagen. Steht hier hinten noch was? Nee. Gut. Dann Barrett hinterher. Das war näher als vorhin. Das ist überhaupt nicht gut. Eine Bruchbude. Hey! Ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Wahrscheinlich braucht hier jeder Hilfe. Das sieht alles überhaupt nicht gut aus. Nicht aufgeben! Weiter! Hoch. Das ist zu schwer! Lasst uns mal mit anpacken. Wir helfen euch. Male! Ihr seid es. Auf drei. Eins, zwei. Ein Glück. Vielen Dank. Holy shit. Zum Glück ist euch nichts passiert. Was habt ihr jetzt vor? Tja, wir werden sehen, wo wir helfen können. Habt ihr schon nach der Bar gesehen? Nein. Geht doch zuerst dorthin. Ja, zuerst zur Bar. Und dann sehen wir weiter. Aber Vorsicht, es liegt überall Schutt rum. Ach was. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Ist da jemand? Los, antwortet! Ist hier noch jemand? Hallo! Antwortet, wenn ihr uns hören könnt! Sind hier noch irgendwelche Überlebende? Hallo! Du Scheiße. Alles weg über uns. Könnt.
Oh Mann. Welche Überlebende? Tja, das war's mit der Bar. Tiefer. Hey, passt auf! Weg da! Scheiße! Die gehört Wedge. Was? Hinterher. Na dann. Eins, zwei. Finden wir jetzt Wedge? Das wäre ja wenigstens ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. Ja, na komm. Ist doch gut. Wir folgen dir. Hier Wedges zu Hause? Na komm. Lass mich doch genau da runtergehen. Schon unterwegs. Nur noch einen Moment. Hier stinkt's nach Shinra. Wedge? Wedge! Oh, da liegt er. Ausgerechnet jetzt! Na prima. Das ist ja wieder ganz große Klasse. Unterirdisches Shinra-Testgelände, ha? Huh? Oh je. Yeah. Tifa! Cloud! Antwortet mir, wenn ihr mich hört! Hey! Hindernisse zerstören. Wenn während der Steuerung von Barrett ein Fadenkreuz eingeblendet wird, gibt es in der Umgebung ein Hindernis, das zerstört werden kann. Visiere das Hindernis an, um eine Zielmarkierung anzeigen zu lassen. Zerstöre es dann mit X und setze deinen Weg fort. Okay. Wenn es keinen Weg gibt, dann schaffe ich mir einen. Allerdings. Verzieh dich! Gut, na, ich kann mich. Muss ich mich überhaupt ausruhen? Nee, nicht wirklich. Jetzt bin ich mit Barrett alleine unterwegs. Das muss auch eine Einrichtung von Shinra sein. Und tschüss! Schluss mit lustig. Aber wir kommen hier ganz gut durch mit ihm, wie es aussieht. Das hat er im Griff, der alte Mann. Wobei, so alt wird er wahrscheinlich gar nicht sein, oder? Ist halt die Frage, was wirkt da jetzt? Kein Plan. Oh, ja, das hat auf jeden Fall gewirkt. Wie schmeckt dir das? Ausprobieren können wir das ja mal. Ui, okay, da wissen wir wenigstens Bescheid. Aber
von hier kam ich doch. Wieso wird mir das als Ziel angezeigt? Cool. Aber bringt mir das in irgendeiner Form was? Glaube nicht, ja. Da fällt irgendwie nichts raus dabei. Jetzt zeige ich mich von meiner besten Seite. Das tut weh. Alter. Okay. Aber was ist hier hinten? Da geht's auch durch, ja? Okay. Hier ist eine Truhe, okay. Das heißt aber, wir müssten eigentlich hier durch. Hier, ja. Na, es sieht aber so aus, als würde man hier zumindest mal wieder eine Etage nach oben kommen. Hier unten geheim gehalten. Tja. Das ist eine gute Frage. Na? Och, jetzt kann ich da nicht hin ausweichen. Komm schon, jawoll, und komm drauf da. Schuss und kein Schuss, geschafft! Feierabend! Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns aber eben mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Tief in der Erde haben diese Shinra-Schweine ihr Nest vergraben. Jetzt zeig ich mich von meiner besten Seite. Gut. Geschafft! Allerdings, die Frage ist... Ah ja. Okay, da geht's zur Truhe. Sehr schön. Was hat sie denn, die Truhe? Zweimal Megatrank. Naja, damit kann ich leben. Von hinter der Tür ertönt lautes Gebrüll, ha? Ich stell die Frage lieber nicht und ich fürchte, wir werden es sowieso gleich rausfinden. Alter, das gefällt mir nicht. Das kommt doch bestimmt gleich hinter mir her, oder? Ich hab da aber keinen Bock drauf, da alleine mit Barrett gegen anzutreten, weil ich bin mit ihm jetzt nicht so gut unterwegs, muss ich zugeben. Gab es aber noch mehr Stellen zum Kaputtschießen, genau.
Die Frage ist jetzt, wo gehen wir hin? Da sind Gegner, das wird wohl unser Weg sein. Das heißt, wir gucken mal hier hinter. Ah, hier ist eine Truhe, alles klar. Ich habe nicht aufgepasst. Das ist, meine Fresse! Da! Auf dem Weg! Da! So! Hitz! Heck! Verzieh dich! Das löcher dich wie ein Sieg! Wo kann ich denn jetzt drauf schießen? Ach so, direkt auf das Ding. Okay. Oh, da bleibt es wenigstens stehen, soll mir recht sein. So. Umschindler, Umschindler. Kann ich mir vorstellen, dass du da langsam die Schnauze voll von hast. Na, wo visierst du denn an? Alter. So, Ruhe her. Ich werde sie mit Stumpf und Stiel ausrotten. Ach komm, wir heilen uns noch mal eben. Und gönnen uns auch mal das ein oder andere Äther. Na, da, ich glaube, das zweite wäre jetzt verschwendet. Gut. Meine Fresse, wie weit sind wir nach unten abgestürzt? Oh! Alles okay. Ich merk schon. Du musst es zerstören. Verlass dich drauf. Okay. Dann lass uns das Nest mal suchen. Auf die Tür! Okay, das heißt, wir können jetzt da unten durch, oder wie? Ja, zack, zack, ich bin ja schon dabei. Da komme ich zack, zack hoch, Tiefer! Wo ist Cloud? Keine Ahnung. Naja, der Junge kommt schon allein zurecht. Machen wir hier Platz hin! Komm, jawohl. Und jetzt einmal auf alle. Der Angriff ist richtig geil, gell? Also, da kannst du nicht meckern. Bist du verletzt? Nein, keine Sorge. Okay, dann auf zu Wedge. Schnell. Tja, wo lang? Hier lang? Scheinfall so. Wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Nee. Das war jetzt Quatsch. Wo kann ich denn jetzt lang? Hier lang, hä? Ja. Ich mach die mal spaßeshalber alle kaputt, weil, wer weiß, was es damit auf sich hat.
Aha. Oh. Wird das jetzt ein scheiß Labyrinth hier, oder was? Hast du dich etwa die ganze Zeit so vorwärts bewegt? Klar doch. Kennst mich da. Na? What? Das tut mich. Jetzt geht's erst richtig los. Ich löcher nicht wie ein Sieg. Das. Scheiß Bluthunde hier. Die stecken aber auch was weg, ne? Ist gar nicht so ohne. Aber ich glaube, das ist unser Weg. Dann gucken wir doch hier vorne nochmal rein. Aha. Vielleicht sollte ich mal auf Tifa wechseln oder so. Weiß nicht. Überlege ich mir noch. Wie komme ich denn? Ah, ja. Ah, Materia. Was haben wir denn hier? Frost, okay. Kann ich hier was machen? Nö, ist alles aus. Na gut. Ich würde aber gerne hier nochmal reinschauen. Jetzt sollte ich aber vielleicht wirklich mal auf Tifa wechseln. Ach so, ich müsste dann als Leader festlegen, ne? Oder? Ja. Müsste ich tatsächlich... wo kann ich... Ach, da kann ich drauf schießen. Noch eine Materia. Na cool. Das ist doch wieder so eine Verbindungsmateria, wenn ich das richtig sehe. Das ist interessant. Was haben wir denn hier? Ach, Widerstand. Naja, gut, okay. Was zum... Schluss mit lustig. Hallo, ich will... Alter! Tifa, hau mal einen Blitz auf den raus. Mensch, mach dich vom Acker. Ich will doch den Dicken da anvisieren. Meine Fresse. Das tut weh. Eine Kugel. Das meine gelebt hat. Ich bin jetzt halt nicht so gut ausgestattet für die Nummer, ne? Genau, nochmal. Wie schmeckt dir das? Ich löcher dich wie ein Sieg. Das tut mich. Da geht noch was. Oh, ja. Oh, aber Barret ist einfach viel zu schwerfällig. Eine Dusche wäre jetzt nett.
Wenn das deine größte Sorge ist, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Hoffentlich geht es Wedge gut. Mach wir werden's. Wedge ist hart im Nehmen. Wir werden's erfahren. Irgendwo in der Ecke ein Nickerchen. Ja. Wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir ihn ordentlich aufpäppeln. Ach, Mist. Ich leg los. Viel besser. Schlaf oder... Nee. Wir... Wir machen das so. Sehr schön. So, wo geht man jetzt am besten hin? Ich geb mich nicht geschlagen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das tut weh. Das sind aber reichlich jetzt, oder? Naja, aber da haben wir ja was dagegen. Also gegen die Käfer ist Barrett echt gut unterwegs, ne? Diese Einrichtung ist ebenso unheimlich wie abstoßend. Ja, hat er irgendwie recht. So, was haben wir hier Schönes? Oh. Na, da nehmen wir doch mal 3 mit. Und davon nehmen wir 2 mit. Und davon auch. Wenn sie schon im Angebot sind, dann her damit. So, und... Das nehmen wir selbstverständlich auch mit. Aber ich glaube, dann sind wir versorgt. So. Tja, ich würde aber sagen, jetzt wo wir mit Tifa wieder vereint sind, werden wir die anderen Kollegen in der nächsten Episode aufsuchen. Und tja, hoffentlich... finden wir Wedge und Cloud zeitnah. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!